Bruder Loki. Dooms Plan ist gescheitert. Gib seine Waffe auf! Dooms Plan! Eine Waffe! Über Blitze magst du verfügen, über Fantasie hingegen nicht. Schöner Hut. Galactus, der Planetenfresser. Glaub ich kaum. Ich habe Hunger. Endlich kann ich mich auf eurem jämmerlichen Planeten rächen. Ich werde mir die Macht von Galactus zunutze machen. Er wird die Erde zum Frühstück verschlingen und mir zum Mittagessen helfen, die Kontrolle über Asgard zu erlangen. Wow, dass der sich mal nicht den Magen verstimmt. Das ist ganz schön viel Protein, selbst für einen Typen wie ihn. Meinst du das wirklich ernst, Bruder? All das ein trauriger Racheplan für die Erde und für Asgard? Ja, Bruder. Ich habe meinen Rachefeldzug aus dem Gefängnis heraus geplant. Ich habe nachgedacht, geplant und Dr. Dumm erfolgreich von meinem Plan überzeugt. Und ihr ahntet nichts. Welch genialer Zug von mir! Okay, Leute, an die Arbeit. Avengers, versammelt euch! Ja, ein riesiges Alienwesen will mit Hilfe eines altnordischen Gottes unseren Planeten fressen. Ich bin dran. Danke für Ihren Anruf bei S.H.I.E.L.D. Bitte warten. Danke für Ihren Anruf. Bitte warten. Männer, es sieht nicht gut aus. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Sie müssen ein bisschen flexibler im Denken sein, Direktor. Vielleicht können diese unguten Typen helfen. Technisch gesehen ist das aber wohl auch eine ungute Idee. Lustig. Ich meine, wenn es die Erde nicht mehr gibt, wen sollen sie dann mit ihren bösen Machenschaften bedrohen? Sich gegenseitig? Hallo? Doc, hier ist Nick Fury. Ich habe dir und deinen Freunden einen Vorschlag zu machen. Holt Abomination und Magneto und bringt sie zu Doom. Klingt nach einem riskanten Abenteuer. Und ich liebe riskante Abenteuer. Iron Man. So, hier müssen wir wieder hoch. Dass es so weit kommen konnte. Ihr müsst Magneto und Abomination zu einem Treffen mit Dr. Doom begleiten. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Galactus aufhalten. Okay. Dann wollen wir erstmal hier runterspringen. S.H.I.E.L.D.-Eskorten haben Abomination und Magneto zu einem Treffpunkt im Central Park gebracht. Trefft euch dort mit ihnen. Alles klar. Erstmal möchte ich Punkt hier einsacken. Hier. Zack. Zack. Ja, okay, nicht alle. Schade, schade. So. Hier kann ich nochmal ein bisschen. Oh yeah. Hab ich alle bekommen. So, hier nehme ich mal den lieben Tor. Um mich hier ein bisschen vorzubewegen. So. Braucht ein Auto. Das ist ja. Ach lol, hier ist ja der Central Park. Da muss ich ja direkt hin. Hab ich voll verpeilt. Ich hoffe, Fury weiß, was er da tut. Ich tue mich schwer mit Leuten, die mich angreifen und versuchen, meine Sachen zu stehlen. Wenn wir Kinder wären, würde ich Loki einen Hosenzieher verpassen, wie ihr Sterblichen zu sagen pflegt.
Aber ich fürchte, das Reißen an Unterwäsche hilft uns hier auch nicht weiter. Wohl nicht. Aber ich würde was drum geben, das zu sehen. Na, wenn das nicht zwei mächtige Avengers sind, die die Hilfe von Emil Blonsky benötigen. Ich bin mir sicher, Magneto wird da wesentlich nützlicher sein. Du bist nur zum Spaß dabei. Also, können wir jetzt los? Euch zu helfen ist wahrscheinlich immer noch besser, als den Planeten zugrunde gehen zu lassen. Wenn auch nur ein kleines bisschen. Doom besteht darauf, mit seinem eigenen Jet gegen Galactus zu kämpfen. Ich werde diese Schurken nie verstehen, aber wir haben keine Zeit zu diskutieren. Begebt euch zum Bankenviertel und trefft ihn dort. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Los, Beeilung! Ach, Scheiße, spiel ich doch... Spiel ich Magneto und Abomination. Okay, das ist cool. Dieser Dutz soll mir diesen Namen wirklich helfen. Ihr hässlicher Kinderfreund hat mich durch ein Fenster geworfen. Kann ich ja nicht. Ich hätte im Gegenzug nie die Macht eines Gottes anzweifeln sollen. Legen wir diesen guten Menschen mal das Handwerk. Dein Gedächtnis ist so entsetzlich wie der Rest von dir. Entweder das hier oder von Galactus gefressen werden. Lasst uns Doom finden und es hinter uns bringen. Alles klar. Kann ich mit dem Team schneller eigentlich? Nö. Ich glaube, hiermit bin ich sogar gar kein bisschen schneller. Vielleicht mit dem Ding. Mit dem Ding bin ich vielleicht sogar ein bisschen schneller. Denen nichts mehr heilig. Ich war nur 2 Minuten weg. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Ich kümmere mich drauf. Das ist wohl der Grund, warum diese Heldentypen ihre Jets im geheimen Hangars unterbringen. Ich gehe nirgendwo hin, bis diese Ungerechtigkeit behoben. So, ist behoben. Galactus, der Planetenfresser. Wenn man unseren Informationen trauen darf, wir haben sie aus dem Internet, ist er so alt wie das Universum selbst. Sein Hunger ist nicht zu stillen, er verschlingt jeden Planeten, der ihm in die Quere kommt. Das klingt nicht gut. Nee, irgendwie nicht. Okay, Leute, das ist unsere letzte Chance. Macht was draus. Oh yeah. Was für Narren, sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Oh shit. Oh, da können wir auch den Wunsch. Bedauerlicherweise werden wir nicht sehr lange in der Luft bleiben, wenn wir das Triebwerk. Ich will aber erstmal alle Punkte zusammen kriegen. Oh shit. Erstmal ein paar Punkte abstauben. So. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. Echt? Das ist ja toll. Shit.
Oh shit. Oh shit. Oh shit. Holy shit. Eure Erde gehört mir. Oh ne. Ich brauch nur Ding, so. Was für Narren, sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Tja, passiert, ne? So, was kann Mystique denn? Okay, kann Mystik tanken, kann das. Ich muss diese Welt fressen. Nee, musst du nicht. Musst du nicht. Euer Ende ist nah. Nee. Oh shit. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. Okay, kann ich irgendwo drauf. Ja, da kann er was drauf werfen. So. Jetzt können wir das Schiff aber oben halten. So, hier wohin mein Ding. Come on. Und auf ihn drauf werfen. Lecker. Ne? Was für ein Mann, sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Tja, passiert, ne? Oh, komm schon. Lass doch das Schiff in Ruhe. So, hier brauche ich Spidey. Scheiße, er kann mich nicht draufhalten. Okay. So, hier brauche ich meinen Spidey. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So. Und wo ich Mystik für. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit noch mehr an. Come on. Jetzt wollen wir mal Spider-Man. Eure Erde gehört mir. Nix. Schon. Die Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Wie geschickt ich bin. Vielleicht können wir nun diese Rotorblätter benutzen, um Galactus anzugreifen. Ja. Welche schlauen Ideen, Netzkopf. Keine Angst, Leute, ich hab euch. Okay. Team 2, ihr seid dran. Wer ist Team 2? Er bleibt jetzt den linken Rotorblättern fern. Versuchen wir mal diese Seite. Wie cool ist das? Jetzt kann ich hier Ding spielen. Wer ist noch dabei? Iron Man. Oh ne. So, hier erstmal das kaputt machen. Ja, ein paar Tausender. Ich muss diese Welt fressen. Nee. Come on. Ich will nur den Balken da oben für Erfolg kriegen. Euer Ende ist nah. Das glaube ich mal nicht so, mein Lieber. So. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. Das ist ja schön. Oh shit. No way. Immer so schön in Slow-Mo. Ich möchte nur mal eben hier ein bisschen Punkte kriegen. Sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. So. Ich nehme das auf. Nein! So. Das mal aufmachen. Ich muss diese Welt fressen. Nee. Musst du nicht unbedingt. Oh nein. Rom, Rom, Rom. Was kriege ich hier raus? Ich muss bestimmt Iron Man wieder benutzen, ne? Ja. Oh fuck. Das kann ich schon gegen ihn benutzen. Dann muss ich hier gleich Venom benutzen. Und dann wieder die, Venom, da bist du. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch. Warte mal, da war ein blauer Stein, ne? Ja, habe ich richtig gesehen. Und sogar ein lila, ne?
So, Team 3. Kommt gleich bestimmt auch noch. Da ist auch noch ein blauer. Eure Erde gehört so. Sobald ich das da oben auch fertig habe, dann. Ist mir das auch egal. Oh fuck. Was für Narren, sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Och nee. Ich muss diese Welt fressen. Fuck, ich komme da gar nicht durch, wa? Nein. Vielleicht komme ich hier mit schneller durch. Na gut, da habe ich wenigstens noch ein paar Punkte gekriegt. Oh nein. So. Da muss ich auch mal ganz rum. So, mal kurz. La 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 la. Euer Widerstand ist kurbelt meinen Appetit nur noch mehr. Ich will irgendwie die ganze Zeit sagen, wenn er sagt, euer Widerstand ist zwecklos. Oh, das war's mit Abomination. Sogar zweimal. So. Eure Erde. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Venom. So. Und das wieder gegen ihn benutzen. Nein! So, jetzt aber gegen ihn benutzen. Sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Eisenkopf, kannst du dem Triebwerk einen Treffer verpassen? Festhalten, wir haben ihn fast. Okay, hier mein. Euer Ende ist nah. Oh shit. Beeilung mit dem Portal, wir können ihn nicht mehr lange halten. Wissenschaftsnerds, wir sind dran. Hey. Wie cool. Jetzt kann ich den nochmal spielen. Okay, das ist cool. Lass mal hier ein paar Punkte kriegen. Euer Widerstand. Boah, kannst du es mal. Meinen Appetit nur noch mehr. Nervt ja. Oh shit. So. Hier mal eben das hoch, damit der hier weg kann. Eure Erde gehört mir. Das glaube ich nicht. Immer noch nicht. Wen haben wir noch im Team? Nick Fury und Mr. Fantastic. Die sehen jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, Nick Fury kann ja nur mit Dings was machen. Ja. Sonst haben wir ja keinen mehr. Oder hat er noch irgendeinen? Nee. Dr. Octopus hat auch nichts Besonderes mehr. Ich glaube, der hat auch keinen Laserstrahlen. Oh, warte mal. Kurbelt meinen Appetit. Das ist ja was. Mehr an. Okay, was kriege ich hier? Diese Schilder werden euch nicht für immer beschützen. Das wissen wir. Bau doch jetzt. Meine Güte. Weißt du, ich habe gerade fünfmal auf Dings gedrückt. Wir müssen sie nur noch mit Strom versorgen. Er wollte einfach nicht bauen. Okay, Nick Fury. Dein Zug ist. Zwischen Galactus und seine Mahlzeit. Okay. Noch ein anders. So ist richtig. So ist auch richtig. Ich muss diese Welt und so ist richtig. Cap, hilf bitte. Okay, Captain America. Jetzt bist du euer dran. Widerstand kurbelt meinen Appetit nun. Come on. So. Hier muss ich einmal. Diese Schilder
Was muss ich da machen? Er lässt nicht los, er wird uns noch mit sich ziehen. Das merke ich. Team 4, ihr seid jetzt gefragt. Sorgt dafür, dass er loslässt. Okay. Die Welt wird endlich gerettet. Leider nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Ach, leider. So, und? Nein, jetzt aber. Oh yeah. So, ich brauche Magneto einmal. So. Brauche ich hier nochmal Liebesturm. Um das hier auch zu laden. So. Oh shit. Oh. So, einmal zusammenbauen bitte. Hoffentlich funktioniert es auch. Ja, würde ich auch hoffen. Ich weiß zwar nicht, was es werden soll, aber. Na gut. Mit magnetischen Kräften. Warte mal, denn ist noch was. Okay, da kann ich noch mehr bauen. Das ist jetzt eine riesen Kugel oder was? Okay, er feuert hier wieder rum. Storm. Eure Erde gehört mir. Oh shit, bin gestorben. Oh nein. Nein. Aber nur einmal zusammenbauen. So, jetzt fehlt noch eine Seite. Mit magnetischen Kräften. Oh nein. Oh nein. Oh nein, du bleibst schon hier. Denn ist Stanley. Okay, go, go, go. Holy shit. Ich glaube, ich brauche Cyclops dafür. Um das Ding da vernünftig zu zerstören. Ja. Würde ich mal so behaupten. Jetzt brauche ich hier einmal zusammen. Nein! Euer Widerstand. Kommt halt zum Abendessen, Galactus. Lecker Kuchen. Hab durchhauen! Du bist ein böser, böser, raumkrümmender Würfel. Aber ich wette, wir könnten jede Menge Spaß miteinander haben. Den nehme ich, danke. Können wir nicht darüber reden? Nein, ich wette, du schmeckst frisch und nach Minz. Ich brauche eine Gaumenfreude. Okay, ein paar Bissen mehr. Freispiel freigeschaltet. Galactus habe ich freigeschaltet. Kann man den eigentlich dann so spielen oder nicht? Loki freigeschaltet. Das wäre ganz cool, oder? So einen riesen Vieh spielen. Dann würde ich einfach, wie heißt es nochmal? Die Freiheitsstatue und ihn nehmen. Aber wir wollen jetzt mal die Geschichte fortsetzen und gucken, was so weiter abgeht. Zeit, dass du den Arm des Gesetzes spürst. Erinnerst du dich an unsere Abmachung, Fury? Ja, ihr kriegt einen Vorsprung, während die Guten bis 30 zählen. Das ist die Abmachung? Hulk, fang an zu zählen. 1, 2, 3. Ja, keine schlechte Abmachung. Auch wenn ich denke, dass die Zeit läuft. 3, 3, 3. Hier, bitte, Surfer. Wir haben es mit Hilfe der kosmischen Steine rekonstruiert. Ich nutze es, um Galactus aufzuspüren und schicke ihn dann weit weg von der Erde.
reite die kosmischen Wellen, mein Freund. Die Welt ist wieder sicher und die Helden haben den Tag gerettet. Und genau so, True Believer, soll ein Ende sein. Okay. Traveler Tales und so. Das war dann wohl das Ende. Okay. Wir haben Galactus getötet, beziehungsweise, ja, nicht getötet, wir haben ihn weggeschickt, fort von der Erde. Zusammen mit den Superschurken und den Superhelden. Eine tolle Mischung, wie ich sagen muss. Ich muss sagen, das Spiel war auch insgesamt relativ geil. Also, das Spiel war relativ gut, ja. Ich werde jetzt nochmal gucken, weil es wurden ja noch andere in dem Spiel gesagt, wie zum Beispiel Ant-Man oder Deadpool und so. Ob das jetzt irgendwie ein DLC ist oder so, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, die sind wohl im Game drin, nur die muss man noch irgendwie freischalten. Mit irgendwie anderen... I don't know how. Keine Ahnung. Ja, das war's dann vorerst erstmal mit dem Let's Play, wenn jetzt nicht irgendwie noch was nach der Endcard kommt. Ja. Dann würde ich mal sagen, das Spiel hat mir natürlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, es war kein schlechtes Spiel. Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Oh, das war's schon. Kommt jetzt noch was oder war's das jetzt? Komm, ich kann hier nochmal gucken. Das wird jetzt bestimmt noch nicht das Ende sein, oder? Überspringen kann ich das. Ne, das werde ich nicht überspringen. Danke, dass ihr unseren Notruf angenommen habt, aber die Avengers und ihre Verbündeten haben soeben Galactus besiegt. Deswegen sind wir nicht hier. Es gibt da noch etwas. Oh. Nein! Gut. Schön. Mr. Tiddles, da bist du ja, mein mutiger Kamerad. What? Die Einwohner von Wakanda danken dir. Okay. Ich dachte jetzt gerade erst für Batman, vorhin, also gerade eben. Aber es ist wohl nicht so. Ich will jetzt noch wissen, kann ich noch mit den Dings spielen? Mit hier, mit Groot und so? Tolles Lied. Kennst man nicht. Hörst jetzt zum ersten Mal, aber tolles Lied. Ja, ich werde jetzt mal, abwarten. Vielleicht kann ich noch mit den, Guardians of the Galaxy spielen. Das wäre natürlich ultra geil. Ich weiß jetzt auch nicht. Ist das jetzt das Ende? Das Ende einer Ära? Oder nicht? Be an early riser. Strive to be ambitious. Speak a little wiser. Try to be judicious. Be a good advisor. Never ever vicious. Ihm ist das Lied cool. Face front. Ich muss das Lied gerade irgendwie ein bisschen genießen. Also ich bin noch da. So. Wie lange geht das noch?
you growl, if you groan, and your score is nearly zero, do not howl, do not moan, you can be a superhero. I enjoy it. Right along through the fighting song of the Merry Marvel Park in Society. Okay. March along, march along, march along, march along to the Merry Marvel Marching Society. Okay. War es gerade Sandys Stimme? I don't know. Vielleicht. Maybe not. Oh, scheiße, das ist mir so runtergefallen. Maybe schon. Okay, ich warte gerade noch, bis das zu Ende wird hier. Also, ich kann ja nochmal was zum, natürlich noch was zum Game sagen. Bis auf die kleinen Schwierigkeiten, die ich da hatte mit den, mit der Steuerung und so, war das ja alles insgesamt saugut. Also ich mag natürlich, ich mag die Spiele, die sind witzig. Also man kann nicht sagen, dass die Lego-Spiele keinen eigenen Humor haben. Keinen geilen eigenen Humor, sage ich jetzt mal so. Thank you for always being there. Dass er natürlich einen eigenen Humor hat, die gewisse Raffinenz mit den alles einsammeln und alles zerstören, ja, ist ganz cool. Ist auch cool, dass ich jetzt so viele spielen konnte mit Dings. Und ich habe natürlich jetzt auch wieder, beziehungsweise ich habe jetzt auch Bock, die Dings zu gucken. Die ganzen Filme. Mit Spider-Man bin ich ja schon fast durch. Deadpool kommt ja erst noch. Und sonst von Captain America habe ich auch schon eingeguckt. The Avengers habe ich schon geguckt, den ersten. Weil Age of Ultron ist ja jetzt gerade neu. Beziehungsweise ein Monat her oder so. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme. Nummer 2. By the way, ich nehme das am 29. Juni auf. Juli, Entschuldigung. Chris Barker. Randy Marr. Jarvan Fraser. Und noch ganz viele Menschen. Ja. Sind schon ganz schön viele. ja. Aber was ich sagen muss, Marvel finde ich ganz cool. Andersrum. DC finde ich ganz cool, aber Marvel finde ich cooler. Warum? Ich finde die Dings cooler, die Superhelden. Ja, muss ich sagen. Obwohl jetzt mit dem Suicide Squad und Batman, das sind eigentlich die einzigsten, die jetzt so cool sind von dem DC-Universum, finde ich jetzt, weil Aquaman, wer mag Aquaman? Also, nein, nichts gegen Aquaman, aber Aquaman ist so ein bisschen langweilig. Wen gibt's noch? Boah, Catwoman, ja gut. Naja, ne? Superman finde ich komplett scheiße, tut mir leid, also alle die Superman lieben, ich finde Superman komplett scheiße. Ja, Superwoman, ja, finde ich auch nichts Besonderes dran. Das geilste am DC-Universum ist aber der Superschurke, also die Superschurken, weil Scarecrow finde ich sehr geil. Bane ist so mittel bis schon sehr cool, weil er ein bisschen langweilig ist, weil er haut halt seine Spritzen rein mit dem Venom und ja, Bane. Aber wenn ich von allen am coolsten finde, ist natürlich der Joker. Der mittlere Joker. Von den dreien. Also gar einmal diesen Millionärs-Joker, den älteren Joker. Dann den jetzigen. Ja, den jetzigen Joker nicht, das ist ja. Der mittlere Joker, also in den Batman-Teilen. Batman Arkham Knight. Ja. Und jetzt gibt es ja einen neuen Joker im Suicide Squad und den neuen Batman. Suicide Squad, bin schon richtig. Da gibt es ja jetzt den neuen Batman. Nicht den neuen Batman. Den neuen Joker. Und der. Keine Ahnung, ob. Ich weiß nicht, was ich da von dem halten soll. Ich finde auf jeden Fall den alten Joker, den mittleren Joker, finde ich halt am geilsten. Und ja. Von den super Schurken im Dings, im Marvel-Universum, weiß ich gar nicht so viel. Ich kenne halt jetzt ziemlich alle. Reno, Magneto und hier Doom und so ein Scheiß. Keine Ahnung.
Wen finde ich davon am coolsten? Ich muss jetzt mal kurz gerade überlegen, wen ich davon am interessantesten, sage ich jetzt mal, auch noch finde. Loki finde ich ganz interessant. Ja, okay, den grünen Reiter da, den wie heißt der nochmal, den grünen Kobold. Ja. Ja. Venom finde ich ganz cool. Ja, Venom finde ich ganz cool, muss ich sagen. Sonst Dr. Octopus. Es ging noch. Also im Film fand ich den jetzt nicht so besonders. Da fand ich den ja so ein bisschen. Nee. Sonst in dem Spiel fand ich den. Hatte er halt keine große Rolle gehabt. Da war er einmal down und fertig ist. Hier wegen gab es noch Sandstorm. Sandman? Ich weiß. Sandman hieß ja so. Ich glaube schon. Er war auch nicht so besonders. Film war der, glaube ich, auch gar nicht so besonders. Was hat der für normal. Für einen Auftritt. Ach ja, stimmt, da hat Spider-Man. Was hat er mit dem nochmal gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, was Spider-Man mit dem gemacht hat. Auf jeden Fall weiß ich noch, wo der den besiegt hat. Hat er halt. Kleiner Spoiler. Wo der den besiegt hat, hat er den halt noch so ein bisschen. Also seinen Schuh ausgeschüttet. Sonst? Ja, das waren auch schon alle aus dem. Von Thor ist halt, glaube ich, Loki nur. Mehr kenne ich von Thor nicht, ich habe Thors Filme nicht geguckt. Ja, Deadpool ist natürlich im Marvel-Universum super, super geil. Also, Deadpool ist der coolste. Und das war jetzt die Endcard. Nicht die Endcard, die End. Der Endscreen. Jetzt mal gucken, was hier noch passiert. Drücke den rechten Stick, während die Karte verwendet ist, um die Kartendrehung an- und auszuschalten. Okay, hier kann ich wieder was überspringen. Das möchte ich aber gerade gar nicht. Oh. Okay. Shield Helikopter. Ich will jetzt nochmal irgendwie gucken, ob ich jetzt noch irgendwas machen kann. Da kann ich runter. Da kann ich welchen helfen. Ich möchte aber gerade mal gucken, ob ich irgendwie so. Die Avengers nicht. Hier Guardians of the Galaxy spielen kann. Das finde ich gerade noch interessant zu wissen. Sonst war es nämlich jetzt das Ende vom Let's Play. Ich habe sogar noch nie am Ende eines Let's Plays, aber noch nie geredet. So, hier kann ich meine. Oh. Huch. Wollte ich gar nicht machen. Hier vorne kann ich noch hin. Nein. Nee. So, Hangar. Schlangen. Warum ausgerechnet Schlangen? Ich hasse die. Wie sind die überhaupt an Bord gekommen? Direktor Fury hat ausdrücklich gesagt, bring diese Schlangen von diesem verdammten Helicarrier. So genau weiß ich den Wortlaut nicht mehr. Kannst du mir helfen? Okay. Oh shit. Wir sehen jetzt noch eine kleine Nebendings. Mehr ist das glaube ich auch nicht, ne? Will ich jetzt behaupten von 9. Ich will aber noch Deadpool und so spielen. Ohne Mist mal. Ach komm. Verpiss doch immer Schlangen. Oh, danke, Mann. Wer weiß, was diese ekligen Schlangen für ein Chaos angerichtet hätten, wenn die hier frei herumgekrochen wären. Weiß es nicht. Okay. Okay, ich könnte noch mal runter. In die Stadt. Und da mich noch mal den Charakter wechseln. Das probiere ich jetzt noch mal. Weil das wäre ganz cool, wenn ich jetzt auch spielen könnte. Und ich irgendein DLC dafür bräuchte. Aber ich habe keinen Plan, was, wie, jetzt, wo. Guck mal runter. Wieder mal so schnell wie möglich runter. So,
schon so schnell wie möglich runter. So, kann ich denn die Dings wechseln? Die Charaktere. Wer bist du? Du bist der, du bist Cyclops. Wie kann ich die Map nochmal aufrufen? Und ich habe hier natürlich noch ein paar nicht. Ich werde das ist jetzt Extended Version. Jetzt gerade. Ich will natürlich noch wissen, ob ich noch mit Apple unterspielen kann. Weil, because that would be awesome. Frost Eyes, Juggernaut, Hulkbuster, Doombot, Modka, Sabertooth. Okay, kann ich eigene machen? Dann haben wir Reno? Ne, doch nicht. Red Skull, Reno, Magneto, Destroyer, Aim Agent, Abomination. Da kann ich die Map aufrufen. Vielleicht sehe ich ja hier irgendwo Deadpool oder so. Dann gehe ich da mal hin. Da sehe ich nicht Deadpool. Das ist nicht Deadpool, nein. Oder? Nein, das ist nicht Bad Deadpool. Bad Bull. Machen. Oh, oh, sieh nur, was diese Kids von heute tragen. Okay, da komme ich ran, bla bla bla. Was ist da? Was sind Tacos? Ja, ich will mal hinreisen. Was habe ich jetzt gemacht? Ach nein. Das gab's doch früher schon sowas, ne? Das kenne ich noch von früher. Das ist ja cool. Das gibt's ja immer noch. Okay, ich möchte aber rausgehen eigentlich. Wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich raus? Zurück nach New York City, ja. Ich glaube, das war's dann mit dem Let's Play. Okay, jetzt kommt wieder eine Cutscene oder was? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Sobald ich noch irgendwelche spielen kann, werde ich natürlich noch mich melden. Mit weiteren Folgen des Let's Plays. Das war's jetzt erstmal von mir. Haut rein. Ach, warte mal. Kann ich was umnehmen, das ist ja cool. Dann nehme ich mal Iceman, Beast, ich muss, oh shit,
Ach, wie geil ist das denn? Da möchte ich mal eben hier den eben nehmen. Und den Kobold. Weil ich das ja echt cool finde. So, Moment mal eben. Karte nochmal aufrufen. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, ich würde dann mal sagen. Was ist das hier eigentlich? Das ist nichts von Guardians of the Galaxy, ne? Nein. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das war's auf jeden Fall dann mit mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.